Verhältnismäßigkeit sprechen der Bußgelder. Wer muss denn dann ein 25.000 Euro Bußgeld gewärtigen und wer nur 150 Euro? Woran bemisst sich denn das? Danke. Das ist am Ende eine Entscheidung der Behörden vor Ort, wie hoch welches Bußgeld ist. Das hängt von den konkreten Umständen dann eben auch ab. Das gilt ja auch für andere Bereiche des Infektionsschutzgesetzes. Wenn Sie zum Beispiel einer verpflichtenden Impfung das erste Mal nicht nachkommen, wird das Bußgeld ein anderes sein, als wenn Sie zum 20. Mal sich verweigern. Und hier wird es zum Beispiel ähnliche Parameter dann eben auch geben und sich mit Sicherheit entwickeln.